Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von dem Brettspieltester. Mit dabei, wie immer, Michaela und Christian. Wir haben hier Space Park ausgebreitet, ein Spiel in seiner englischen Originalausgabe, weil es die auf Deutsch noch nicht gibt. Genau. Und trotzdem starten wir auf Deutsch mit den Rahmendaten. Space Park ist ein Spiel für 1-4 Spieler ab 14 Jahren. Die Spieldauer wird auf der Verpackung mit 30 Minuten angegeben, ist bei Keymaster Games erschienen. Der Autor ist Henry Audubon und kostet, ich habe gerade mal online reingeschaut, um die 30 Euro. Genau, und der Autor ist für uns nicht ein Unbekannter, der hat auch das schöne, wunderschön illustrierte Spiel Parks rausgebracht, beim gleichen Verlag, also auch bei Keymaster genau, Games, danke, wobei ich kann das ist ja auch auf Deutsch bei Feuerlandspiele erschienen. Richtig, genau, während das halt eben, soweit wir informiert sind, noch nicht deutsch lokalisiert wurde bis dato. Richtig. Und auch, wir haben mal geschaut wegen den Illustratoren, weil wir ja von diesen Illustratoren bei Parks so begeistert waren. Die Illustrationen sind hier nämlich auch total schick, finden wir jedenfalls, sind aber nicht dieselben Illustratoren. Genau, dann kommen wir erstmal zum Spielmaterial. Das haben wir hier schon mal ausliegen. Wir haben hier Raketen, wir haben hier verschiedenfarbige Kristalle. Es gibt hier Fast Travel oder man könnte auch sagen, vielleicht so ein bisschen Flugtickets könnte man es auch nennen. Es gibt hier einen Controller, es gibt hier einen Scout, es gibt hier Wally. Startspielermarker. Das sieht aus wie Wally, fällt mir jetzt zum ersten Mal auf. Ein bisschen, ein kleiner Wally ist da, aber der hat, glaube ich, oben keine Antenne. Egal, weiter. Und es gibt hier die Explore-Point-Marker, die sogenannten. Und dann gibt es hier die Spielplanteile, denn wir haben hier kein Spielbrett, sondern wir haben hier einen variablen Spielplan, da kommen wir gleich nochmal zu. Und es gibt hier noch die sogenannten Batch-Cards oder Abzeichenkarten. Wir können nämlich nachher Abzeichen, ich sag mal, erreichen, wie kaufen. Auch immer, kaufen. Und wie das funktioniert, erklären wir nochmal. Erstmal kommen wir jetzt zum Spielaufbau. Wir haben hier so die sogenannten 6 Destination-Tiles, also die Ziele, die wir nachher erkunden können. Die werden jetzt erstmal gemischt und dann werden die zufällig verteilt. Und zwar kommen einmal, ups, jetzt habe ich das schon ein bisschen verschoben, 3 hier unten hin und einmal 3 dort oben hin. Das soll auch tatsächlich so sein, dass man das so ausrichtet. Und daher machen wir das auch mal so, wie es in der Anleitung drinsteht. Jetzt muss ich mal so gucken, dass es auch noch einigermaßen passt. So, jetzt sehen wir diese Kristalle, die kommen nämlich jetzt zu den entsprechenden Orten. Die grünen, die kommen hier zu Celestial Seas hin. Machen wir da mal alle hin. Die sogenannten Orangenen, die kommen hier, wo haben wir es jetzt? Zu Cosmic Canyon, da kommen die hin. Zu Fusion Falls kommen die Explorer Points Marker. Genau, ups, jetzt habe ich hier noch einen lilanen schon dabei gehabt. Hoppala. So, genau, den Scout hat Christian hier schon bei Astral Arcade hingestellt, da wo auch die Fast Travel Tickets hinkommen. Ich habe den lilanen immer falsch entdeckt, Entschuldigung. Jetzt die lilanen Kristalle kommen, Lila, kommen zu Luna Woods hier unten hin. So, und der Controller, der kommt auch nochmal zu Astral Cates. Startspieler, wer wird Startspieler? Ich glaube, du bist diesmal dran. Ich bin schon wieder das dran. Könnte aber, ich habe das Spiel eigentlich häufiger verloren. Das letzte doch hast du, haben wir gegen mit Leon zusammen gespielt, da warst du Erster. Stimmt, mit einem Punkt habe ich da gewonnen, genau. So, und die Raketen werden allerdings immer auf die gleichen, auf dieselben Karten gelegt. Und da steht hier auch mit drauf, das heißt einmal, da kommt einer hin, genau. Da kommt einer hin. Und da kommt einer hin. Genau, also ihr legt zu Anfang, es gibt hier so ein Startteil, das besteht praktisch so aus 2 Plättchen, sage ich jetzt mal so, dass es aber zusammenhängt. Das legt ihr aus, dann mischt ihr die anderen Zielkarten, wie wir das gerade eben gemacht haben, legt in beliebiger Reihenfolge aus. Und die Raketen, die kommen immer zu Spielbeginn, einmal auf Luna Woods, Cosmic Canyon und auf Celestial Seas. Genau, und die Karten werden jetzt einmal gemischt und dann kriegt jeder Spieler eine verdeckte. Genau, und wir können jetzt vielleicht hier einmal tauschen, dann können wir nämlich gleich unsere Karten in die offen auslegen, dahin legen. Jeder bekommt schon mal eine Karte. Genau, die restlichen werden... Ne, das obwohl, ist aber schlecht, dann nehmen wir die Verpackung aus dem Spiel. Von den anderen werden jetzt 3 offen ausgelegt. Sieht man das noch? Das ich sieht man das Display nämlich nicht. Sehr schön. Und dann kommen die restlichen da so drauf. Und dann bekommt jeder Spieler noch ein Sun Crystal, einen von diesen orangenen Kristallen. Und diese Karten dürfen wir uns jetzt natürlich angucken. Ich erkläre euch mal ganz kurz den Aufbau. Erstmal vielleicht, worum geht es bei dem Spiel? Wir sind Forscher und erkunden hier praktisch die Galaxie, könnte man so sagen, oder verschiedene Zielorte erkunden wir. Und warum erkunden wir die? Wir wollen Kristalle sammeln. Das ist eigentlich ein ganz einfaches Spielprinzip. Wir sammeln diese Kristalle, um damit diese Abzeichenkarten letztendlich zu erwerben, sagen wir jetzt mal so. Auf den Karten ist hier oben drauf, was die Karte kostet. Das heißt, diese Kristalle muss ich haben. Wenn ich sie habe, kann ich mir die Karte nachher holen, wenn ich den bestimmten Ort dann nachher besuche. Das erklären wir euch nochmal. Hier unten steht immer drauf, was die Karte nachher an Siegpunkten bringt. Und dann gibt es hier immer nochmal einen Effekt. Hier bei den Forbidden Cards ist es so, counts as all batch types. Das heißt, sie zählt wie alle anderen Abzeichenkarten, die es auch gibt. Genau, weil in diese, auf diesen Karten ist unten rechts in der Ecke nämlich immer ein Zeichen. Das ist jetzt zum Beispiel das Zeichen hier mehr oder weniger für diesen Kristall. Also ein
rotes, ein roter Salmiak, könnte man sagen. Dann gibt es halt eben nochmal ein lilafarbenes Dreieck unten in der Ecke und es gibt einen grünen Punkt. Weil es gewisse Karten gibt, da geht es danach, wie viel man davon hat, weil die dann auch nachher wieder Siegpunkte bringen. Und das Ding ist halt eben so eine Joker-Karte. Genau. Hier zum Beispiel diese Karte hier, und dann ist man Engineer, wenn man die Karte erworben hat, dann muss man 4 von diesen Orangenkristallen für bezahlen, hat dann sofort 4 Siegpunkte. Und you may convert an additional, ich sag mal, Orangenkristall für einen Siegpunkt at Fusion Falls. Das heißt, man kann hier, also die haben alle einen besonderen Effekt, die Karten. Und wenn man hier diesen Ort besucht, Fusion Falls, kann man nämlich dann einen von diesen orangen Kristallen, sofern man den in seinem Vorrat hat, abgeben und bekommt dafür einen Explore Point, was ja letztendlich ein Siegpunkt ist. Und wenn ich diese Karte von mir auslegen habe, weil ich sie schon gespielt habe, dann kann ich einen zusätzlichen Orangen aus meinem Vorrat abgeben und könnte einen zusätzlichen Siegpunkt bekommen. Hier zum Beispiel, die kostet einen grünen Kristall, da bin ich dann Collector, bringt mir 2 Punkte sofort und Worth plus 1 XP Point für X Other Badge Earned. Das heißt also, dass das, was Christian gerade erklärt hat. Genau, das die ist so bringt halt eben die 2 Punkte, sonst nichts. Aber wenn ich noch eine Karte habe mit so einem grünen Kreis unten in der Ecke, dann bringt mir diese Karte noch zusätzlich dann einen Punkt für den Effekt. Genau, aber zusätzlich auch noch die 5 Punkte, die da drauf sind. Und diese hier, die zählt ja wie alle Badge Types. Das heißt, wenn ich die jetzt dazulege, dann bringt mir die für diesen Effekt dann auch schon noch einen zusätzlichen Siegpunkt. Haben wir hier also noch Set Collection dabei. Genau, Spielende ist 20 Siegpunkte. Das heißt, sobald ein Spieler 20 Siegpunkte hat, wird die laufende Runde noch zu Ende gespielt. Das heißt, jeder Spieler ist gleich oft dran und dann wird geschaut, wer die meisten Siegpunkte hat. Und der mit den meisten hat gewonnen. Genau, bei einem Gleichstand würde man gucken, wer die meisten Kristalle hat und würde es da auch nochmal einen Gleichstand geben. Ich nehme die natürlich jetzt einfach verdeckt wieder auf die Hand. Die hat Christian jetzt nicht gesehen. Müsste meine aussehen. Dann die nimmt man natürlich verdeckt vor allen Spielern auf die Hand, aber wir zeigen euch das jetzt ja mal. Bei mir ist halt eben so, hier müsste ich 2 grüne, einen roten abgeben, bringt mir grundsätzlicherweise 4 Siegpunkte. Und es ist so, wenn ich die vor mir ausliegen habe, sie also eingelöst habe, bekomme ich jedes Mal, wenn ich hier lande, nicht nur einen von diesen Kristallen, sondern ich bekomme zusätzlich noch einen roten Kristall. Teil. Weil diese insgesamt 7 Destinations, also diese 7 Zielgebiete, die es hier gibt, haben jeder einen Effekt. Bei dem, dem und dem ist es so, dass man halt eben einfach einen Ertrag bekommt. Hier bekommt man einen lilafarbenen, hier bekommt man einen grünen, da bekommt man 2 rote. Ist jeweils unten auf den Karten auch aufgedruckt. So, dann gibt es hier eben dieses Fusion Falls. Bin ich da drauf, kann ich eben, sofern ich welche habe, rote abgeben für einen Siegpunkt. Und zwar immer nur einen, es sei denn, man hat eben diesen Effekt, den Michaela gerade gesagt hat. Dann gibt es einmal die Geschichte. Da kann man entsprechend Karten nachziehen. Funktioniert folgendermaßen. Wenn ich diesen Effekt ausnutze, nehme ich eine Karte, die oberste Karte vom verdeckten Nachziehstapel, schaue sie mir an. Die kann ich entweder nehmen und auf die Hand nehmen oder aber ich tausche sie aus. Ich nehme mir dann eine von den Ausliegenden auf die Hand und die, die ich gerade aufgenommen habe, die fülle ich dann entsprechend auf. Outpost 13, das ist der Ort, wo man dann diese Karten einlösen kann. Das heißt, ich muss erstmal die Karte haben, die ich bauen will, so nenne ich es mal. Ich muss die Rohstoffe haben und dann muss ich hier sein und dann sage ich, jetzt möchte ich diese Karte entsprechend kaufen, bezahle die Rohstoffe, lege sie vor mir aus und das war es eigentlich an der da Stelle. Da kann man auch nur eine zur Zeit dann ausspielen. Richtig, und genau. Dann haben wir noch Astral Arcade, da ist so dieser kleine Roboter drauf. Funktioniert folgendermaßen, wenn ich drauf gehe, bekomme ich einmal diesen kleinen Joystick. Diesen Controller, damit kontrolliere ich quasi den Roboter. Das zeigt eigentlich nur an, dass ich eben der aktuelle Besitzer dieses Roboters bin. Und dann auf der bekomme Rückseite ich, könnte man auch, kann man gleich nochmal zeigen, ist nachher auch der Vorteil dann. Genau, drauf. Dann bekomme ich halt eben sofort so einen Fast Travel Marker, genau. Und dann kann ich diesen Roboter auf irgendein anderes Feld legen. Also er darf nicht wieder auf das gleiche Feld gestellt werden, wo er gerade ist, sondern auf irgendein anderes. Und wenn das jetzt zum Beispiel hier der Fall wäre, also angenommen, ich hätte ihn jetzt hier platziert und irgendjemand, ich oder ein anderer Spieler will diesen Ort nutzen, sich also quasi einen grün nehmen, dann darf ich, weil ich ja dort diesen Roboter liegen habe, mir entweder wieder eine Fast Travel Karte nehmen oder aber ich nehme mir einen von den roten Kristallen. Genau, das ist hier auf dem Controller auf der Rückseite auch nochmal drauf. Also entweder man bekommt einen roten Kristall oder ein Fast Travel Ticket. Genau. Spiel ansonsten ungewöhnlich, möchte ich sagen. Und zwar, es läuft jetzt halt eben im Uhrzeigersinn, das heißt, Michaela Startspieler macht die erste Aktion. Und zwar kann man immer nur die Aktion machen, wo Raumschiffe stehen. Das heißt also, wenn Michaela sagt, alles klar, ich möchte jetzt hier diese Aktion machen, dürfte sie sich einen lilafarben nehmen. Gefühl ist es ja sonst immer so, ich stelle irgendwo was hin und mache dann den Effekt. Das fühlt sich am Anfang echt ein bisschen weird an, aber ist so. Also da, wo die Raumschiffe, nicht der Roboter, wo die Raumschiffe stehen, bei diesen Orten kann ich halt eben den Effekt ausüben. Das heißt, aktuell kann ich hier einen Lila-Farben mir nehmen oder ich nehme mir 2 rote oder ich nehme mir einen grün. Wenn ich diesen Effekt gemacht habe, dann wird das Raumschiff um ein Feld nach vorne gesetzt.
Sind Felder besetzt, werden die entsprechend übersprungen. Auf keinem Feld dürfen zwei Raketen stehen. Genau. Dann fangen wir einfach mal an. Ich bin ja Startspieler, weil ich habe das letzte Spiel verloren. Von daher, ich mache tatsächlich mal diese Aktion, Luna Woods. Ich nehme ja hier mal, wie das Chris hat ja schon gesagt, unten ist auch nochmal angedruckt, die jeweiligen Effekte. Und hier darf ich mir jetzt einen lila Kristall nehmen, dann lege ich meinen Vorrat. Und dann muss ich die Rakete danach am Uhrzeiger ein Feld weiter belegen, und zwar auf ein freies Feld. Dieses ist besetzt, deswegen kann ich nicht da hin. Von da kommt sie auf das nächste freie Feld und das ist da. Und dadurch ändern sich jetzt auch durch die Bewegung die Orte, die halt dann andere Mitspieler dann nutzen können. Und dann genau. Ist Christian dran. Ich mache dann hier gleich weiter. Ich nehme mir einen von den grünen Kristallen und verschiebe das Raumschiff ein Feld weiter. Dann bin ich ja schon wieder dran. Dann nutze ich doch mal hier Canyon, Cosmic Canyon. Hier darf ich mir zwei orangene Kristalle nehmen. Das Feld ist besetzt, also kommt die Rakete hier hin. Und Christian ist schon wieder dran. Das ist aber jetzt uncool. Wieso ist das uncool? Das ist total uncool. Was ist denn daran uncool? Ich finde das voll uncool, was du da jetzt gemacht hast. Das hat mich schön in die Enge. Ja, ich mache die Geschichte hier. Das heißt, ich nehme jetzt eine vom verdeckten Stapel. Ich behalte die. Das heißt, ich tausche sie nicht aus. Raumschiff kommt ein weiter. Kannst ja vielleicht mal zeigen, was für eine schöne Karte du aufgenommen genau, hast. Genau, das heißt also Kosten, ein grüner, ein roter. Und da unten steht auch, jedes Mal, wenn ich mir jetzt eine Karte hole, die halt eben unten dieses grüne Symbol hat, muss ich einen roten weniger bezahlen. Und bringt Christian, wenn er sie ausspielt, 3 Punkte. So, jetzt bin ich ja hier. Das heißt, ich möchte ganz gerne diese grüne hier haben. Schon. Zack, normalerweise wüsste Christian das ja nicht. Die Rakete kommt wieder ein Feld weiter. Und dann ist Christian schon wieder dran. Ja, und dann hast du mich echt schön in die Enge getrieben. Warum? Das Was habe ich dich denn da in die Enge getrieben? Ich habe doch gar nichts gemacht. Gar nicht. Ich mache die Geschichte hier. Das heißt also, ich hole mir einmal den hier, den Controller, um zu zeigen, dass ich quasi der... Du kannst es ruhig ein bisschen hören. Ist da mehr Platz? Okay. Genau. Dass ich der Besitzer des Roboters bin. Dann bekomme ich eine von den Fast-Travel-Karten. Und dann kann ich jetzt den Roboter irgendwo hinpacken. Und ich packe ihn mal dahin. Du musst den sogar auf ein anderes Raumschiff. Feld stellen, wie du es da schon erklärt hast. Und diese Fast-Travel-Tickets, die erklären wir euch gleich nochmal, was die für eine Bedeutung haben. So, hast du ja schön dahingestellt. Ja, ich... Ich möchte nämlich jetzt diese Aktion hier nutzen. Das heißt, man darf hier natürlich auch mal nur eine Karte zurzeit ausspielen. Und ich möchte jetzt ganz gerne diese Karte ausspielen. Das heißt, ich muss einen grünen, einen lilanen und einen orangenen Kristall abgeben. Die kommen natürlich jeweils in den Vorrat rein. Genau. Das heißt, ich habe jetzt schon mal 4 Punkte. Christian hat ja schon gesagt, sobald ein Spieler 20 oder mehr Punkte in seinem Zug erreicht hat, wird das laufende Spiel noch zu Ende gespielt und dann schaut man, wer dann die meisten Punkte hat. Und der letzte Spieler ist halt immer der Spieler, der rechts zum Startspieler dann sitzt, sodass jeder gleich häufig dran war. So, das heißt, ich habe diese jetzt ausgespielt. Christian hat jetzt hier seinen Roboter stehen. Das heißt, Christian kann sich jetzt als Belohnung, was da hier hinten drauf war, entweder einen orangenen Kristall oder ein Fast-Ticket nehmen. Genau, und die Rakete muss natürlich auch noch wieder ein weitergesetzt werden. Und dann ist Christian schon wieder dran. Und während Christian noch überlegt, zeige ich euch vielleicht nochmal beispielhaft so ein paar Karten. Also man sieht ja schon, hier oben sind die Kosten und die Siegpunkte. Und hier ist immer noch so ein Effekt drauf. Das kann ein einmaliger Effekt sein, kann aber auch ein dauerhafter. Hier zum Beispiel, Badges now cost one less von diesen, ich sag mal, Sonnenkristallen, weniger to earn. Das heißt, wenn man sich jetzt diese Karten hier kauft und hat diese schon ausgespielt mit diesem Symbol, muss man künftig immer einen orangen Kristall weniger bezahlen. Oder wenn ich die hier ausspiele, muss ich natürlich die Kosten bezahlen, bringt mir 5 Siegpunkte und dann bekomme ich sofort so ein Fast-Travel-Ticket. So, was hatten wir ja schon, den Tracker. Hier gibt es zum Beispiel auch noch einen, ich glaube 6 Punkte ist, glaube ich, auch das Höchste, was ja, man bekommen also bisher kann. Habe ich nichts Höheres gesehen. Die hat dann auch No-Effekt, also keinen Effekt, weil 6 Punkte ist natürlich auch schon sehr viel. Die hatten wir auch schon, das hatten wir auch schon. Das war wieder so ein Set-Collection so ein bisschen, dass man hier Worth plus One Explore Points for each other Badge earned. Also für jeden Badge, den man hier mit diesem Grün hat, bekommt man einen Siegpunkt dazu. So ein bisschen Set-Collection mit dabei. Ja, so gibt es halt hier verschiedene Effekte dann. Hier kann man zum Beispiel auch nochmal den Controller bekommen, wenn man die Karte ausspielt. Und ich glaube, Christian hat sich überlegt, was er definitiv. Möchte. Also jetzt nutze ich mal diese Fast-Travel-Geschichte. Das heißt, ich gebe sie ab, die kommt wieder in den normalen Vorrat zu der Karte. Und das bedeutet, ich darf jetzt das Raumschiff doch erstmal bewegen, bevor ich dann eine Aktion mache. Das dürfte man auch mehrmals machen. Das heißt, man darf pro Fast-Travel-Ticket, das man abgibt, immer eine beliebige Rakete ein Feld nach vorne bewegen. Gebe ich mehrere Fast-Travel-Tickets ab, kann ich eine oder verschiedene Raketen jeweils dann vorwärts bewegen. Jetzt lande ich hier, ich nehme mir ganz normal wieder einen Ertrag und verschiebt das Raumschiff auf das nächste Freifeld. Und wenn Christian jetzt 2 Tickets eingesetzt hätte, wäre die Rakete ja von 1 und dann wäre auch dieses Feld übersprungen worden, weil ja nur die 2 Raketen auf einem demselben Feld stehen würden. Auch da muss man diese Regel einhalten, auch wenn man diese Tickets einsetzt. Damit kann man jetzt also praktisch vorher so ein bisschen den Standort der Rakete so verändern.
Das ist aber sehr ärgerlich, weil ich brauche eigentlich jetzt Karten. Jetzt hast du mir diese Möglichkeit genommen. Ich habe keine Fast Travel. Von daher mache ich diese Aktion hier. Nein. Ich nehme mir einmal so ein Ticket. Ich bekomme den Controller von Christian. Und ich darf jetzt den auf irgendein beliebiges Feld stellen. Und da stellen wir den nochmal hier hin. Und die Rakete, da darf sie ja nicht hin, kommt dann hier hin, weil ich ja dieses Feld gerade eben benutzt habe. Und Christian ist schon wieder dran. Jo, ich mache die Geschichte hier, ich nehme den und verschiebe den dahin. Dann nutze ich immer mein Fast-Travel-Ticket und setze den mal hier hin. Ich möchte nämlich gerne eine Karte nachziehen. Ich ziehe jetzt auch mal eine vom verdeckten Stapel. Jetzt könnt ihr mich genauso wie Christian schon gesagt hat, entscheiden, ob ich die Karte mit einer von denen austausche. Und natürlich hält man die Karten vor seinen Mitspielern verdeckt, bis man sie ausspielt. Ich behalte die Karte und dann muss ich die Rakete natürlich entsprechend noch wieder ein Feld weitersetzen. Das ist, wie Christian gesagt hat, am Anfang ein bisschen verwirrend. Man Ja, vergisst das doch mal. erst die Rakete, dann sammeln. Nein, genau Genau. andersrum. Ich nutze wieder Fast Travel, das heißt, ich benutze die Rakete, packe sie dahin. Hat den netten Nebeneffekt, dass halt eben Michaela über den Roboter keinen Ertrag erstmal So bekommt. eine Und jetzt Schweinerei. baue ich auch mal, das heißt, ich hole mir jetzt einmal die Geschichte, muss ich zwei grüne und eine roten abgeben. Das heißt, Christian hat jetzt 4 Siegpunkte und wenn er hier bei Celestial Seas die Aktion nutzt, dann bekommt er zusätzlich zu dem grünen Kristall immer jetzt einen roten Kristall dazu. Das ist der Genau. Effekt dieser Karte. Raumschiff ein weiter. Na, dann nehme ich mir doch hier nochmal eine Karte, wenn das da steht. Hier, ich bekomme einen roten Kristall, wenn der Controller mir weggenommen würde oder wenn er in den Vorrat zurückgelegt würde. Das würde aber nur im Solospiel passieren, so ich das bisher gesehen habe, dass er dann mal in den normalen Vorrat zurückkommt, ansonsten ja nicht. Von daher bin ich jetzt am Überlegen, ob ich das austausche oder nicht. Ich tausche das mal aus. Ich nehme mal die Karte und dann wird die dorthin gelegt und die lege ich wieder verdeckt bei mir ab. Dann habe ich die Aktion gemacht und dann kommt die Rakete auf das nächste freie Feld im Uhrzeigersinn. Genau, ich nutze jetzt das hier, das heißt, ich nehme hier einmal hier so ein und über die Karte halt eben einen zusätzlichen Ertrag. Und Wenn der die geht dahin. übrigens mal alle sind, diese Kristalle, hoppala, dann würde man schauen, welcher Spieler die meisten Kristalle hätte, außer man selbst wäre das, und dann dürfte man sich von dem Spieler den Kristall entsprechend nehmen. So, ich muss mal ganz kurz eben gucken, was ich eigentlich brauche. Ich mache mal hier, nee, da steht ja gar keiner, da würde ich ganz gerne. Ich mache mal hier, ich nehme mir mal so einen lilafarbenen Kristall und die Rakete geht dahin und Christian ist dran. Jo, dann mache ich mal die Geschichte hier. Das heißt also, ich kriege einmal von dir den Controller. Schon wieder. Zack, Hast du dann ein kriege ich ein Fast-Travel-Ticket? Fast Travel, genau, und den packe ich dorthin. Na. Und die Rakete kommt ein weiter. Ich mache mal hier die Geschichte, das heißt, ich nehme mir mal zwei orangene und die Rakete geht dorthin. Jo, dann nutze ich das gleich aus. Ich Ja, baue ja, in ja, 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 Anführungszeichen, ja, das ja. heißt, ich nehme einmal die Geschichte hier, kostet mich einen grünen, einen roten. 3 Siegpunkte, das heißt, Christian hat jetzt in Summe schon 7 Siegpunkte. Und die hatte Christian da schon erklärt, wenn er sich weitere Karten mit diesem grünen Kreissymbol kauft, dann kosten die jetzt einen von diesen orangenen Kristallen weniger. Das andere brauchst du die noch? Ich glaube, du brauchst noch die Funktion, ne? Dass du das Ja, siehst, das ne? merke ich mir. Das, oh, das merkst du dir. Ich kann die auch so hinlegen. Das Wie geht auch auch. immer. Hier steht mein Roboter, weil ich habe ja den Controller. Das heißt also, ich kann mir noch ein Fast Travel nehmen und Oder Raumschiff halt geht einen ein weiter. orangenen Kristall hätte Christian sich noch nehmen können, aber er nimmt sich das. Und dann mache ich mal diese Aktion hier. Das heißt, ich gebe mal einen orangenen Kristall in den Vorrat ab und bekomme dafür einen Explore Point und die Rakete kommt dahin. Mache ich die Aktion hier? Ich schaue mal, was es hier Nettes gibt. So nicht schlecht. Austauschen oder nicht Austauschen wir austauschen? nicht Das ist aus. hier die Das ist so eine Frage. Frage. Aber ich mache doch mit die Geschichte hier. Dann kommt die Rakete dahin. Ich nutze diese Aktion hier. Das heißt, ich bekomme einen lilafarbenen Kristall und die Rakete kommt wieder ein weiter. Ich nutze die Geschichte. Ich kriege wieder einen kleinen Mehrertrag. Das ist doch sehr schön für dich, dass du einen kleinen Mehrertrag bekommst. Ja, ich kann damit leben. Du kannst damit leben, ne? Das war mir klar. Ich mache die Aktion hier und dafür bekomme ich zwei orangene Kristalle und die Rakete kommt ein weiter. Und Christian ist dran. Ich kann nicht merken, was ich bezahlen muss. Mann, 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 Mann. So, ich zahle dann mal zwei Fast-Travel-Geschichten. Eins, zwei. Och, Christian. Ja, man kann das ein bisschen viel Man kann spielen, das das Spiel. Man nicht muss nur es ein nicht, aber man bisschen, kann man es kann es halt, sehr viel ne? spielen. Das ist ja nervig hier. Meine Güte. Ich nutze die Aktion hier. Ich nehme das Fast-Travel-Ticket, ich nehme den Controller und ich setze den mal. Ich muss ihn ja auf ein anderes Feld setzen, von daher setze ich ihn mal dahin. Ich habe die Rakete genutzt. Auf das nächste freie Feld im Uhrzeigersinn wandert sie weiter. Und Christian ist dran. Ja, ich mache. Ja, dann setzt ihn genau dahin, aber das Verdammte kannst du Axt. gerne machen.
Mach es gerne. Nee, ich mache dann doch die Geschichte hier. Ich gebe einen ab, bekomme einen Siegpunkt. Rakete kommt dahin. Michaela darf sich für ihren Roboter was nehmen. Ich nehme mal ein Fast Travel. Ich darf mir ein Fast Travel oder ein Orangen nehmen. So, dann nutze ich gleich mal mein Fast Travel Ticket. Das heißt, ich gebe eins ab. Ich stelle die Rakete hier hin. Ja. Und ich möchte jetzt ganz gerne diese Karte hier bauen. Die kostet mich zum einen 2 lilane Kristalle und 3 Orangenen. Das heißt, ich habe jetzt schon mal 10 Punkte. Die Hälfte habe ich schon mal geschafft und dann plus 2, das ist 12 sogar schon. Oh, siehst du, die habe ich gar nicht gesehen. Sissen? Eben, ne? Gar nicht gut. Gar nicht gut? Gar nicht gut. Ich finde das sehr gut. Ich finde das nicht gut. Ich finde das ausgezeichnet. Ich mache die Geschichte hier, das heißt also, ich mache einmal. Jetzt klaust du mir schon wieder den Controller. Ich kriege den Controller, den packen wir dahin. Und der kommt noch dahin. Weiter. So, was brauche ich denn jetzt als nächstes? Ich hole mir, glaube ich, nochmal hier eine Karte. Das heißt, ich nehme mir das hier. Schauen wir, was da so drunter ist. Das ist wieder so eine Forbidden-Karte. Bringt mir 4 Punkte und counts as all Badge Types. Das heißt, für Set Collection zieht die wieder wie jede Abzeichenkarte. Rakete muss ich wieder einversetzen. Und Christian. Ach ja, ich nehme einmal so und ich nehme mir einmal so. Und da hier der Roboter ist, den ich aktuell kontrolliere, nehme ich mir nochmal einen. Ja, das ist aber jetzt langsam, ne? Ja, den falsch. Roboter der Roboter nicht. Das ist echt. So, ich nutze die Aktion, das heißt, ich gebe einen Orangen ab und bekomme einen Explore-Point. Machst du auch die ganze Zeit, ne? Ja, ein bisschen Punkte sammeln, ne? Ich gebe Fast Travel ab, ich gehe dahin, ich baue die Geschichte, kostet normalerweise 2 grün, 2 rot. Ich habe ja einen leichten Vergünstigungseffekt, dass ich einen weniger bezahlen muss. Weil, warte mal, ich habe hier die Hand voll, weil das so eine Karte mit einem grünen Kreis ist und Christian bekommt alle Karten zum grünen Kreis oder Abzeichen mit einem roten vergünstigt. Das heißt, genau. Christian muss noch 2 grüne und einen roten abgeben. Und bekommt dafür 5 Punkte und gain the controller. Ja, den hat er aber schon. Das bringt dir nichts weiter. So, das war dann ja schon wieder deins, was du gemacht hast. Mhm. Und ich mache hier mal Luna Woods. Ich hole mir einen lilafarbenen. Und du bist dran. Ich mache die Geschichte und ich nehme mir einmal die Karte. Das heißt, ich tausche einmal aus. Dann wandert er dahin. Und ich mache jetzt die Aktion. Das heißt, ich nehme mir einen grün. Christian hat den Controller. Ich nehme mir Fast Travel. Darf sich also leider was nehmen. Dann nutze ich den auch gleich. Das heißt, ich gebe einen roten ab, bekomme einen Siegpunkt. Wie viele Punkte hast du jetzt schon? Zu wenig. Zu wenig? 7, 12, 14. 7, 12, 14. Na, das ist ja was. Ich mache mal so ein Fast Travel. Ich setze mal den da einen vor und möchte ganz gerne dieses hier bauen oder mir erwerben, oh, das Abzeichen. Das heißt, ich muss einen grünen, einen lilanen und einen orangenen bezahlen. Zack, zack, zack. Und die Rakete kommt einen vor. Ich hoffe, wir haben jetzt im Spielverlauf, jetzt im Vorzeigespiel, nicht irgendwann mal vergessen, die Rakete vorzusetzen. Sollten wir es vergessen haben, Entschuldigung. Wir können die Raketen auch gerne hinlegen, dann seht ihr sie vielleicht besser. Weil die Kamera das ist ja schon zu spät. Ja, so das halbe Spiel schon durch, das stimmt. Du hast gleich gewonnen, oder wie? Nee, du hast gleich gewonnen, du hast schon 17. Ich nehme mir mal... mache ich das? Ich weiß nicht, ob du es tust. Mache ich das? Mache ich das nicht? Wie viel hast du denn schon? Du hast doch schon wenig. 9, 14 10, 12, 14. Na ja, so wenig sind das dann auch nicht, ne? Ich mache die Geschichte hier in der Hoffnung, dass... da eine gute Karte dabei ist. Bringt, ja. Und ist eine gute Karte Pussekuchen dabei? Das ist überhaupt nichts. Tauscht also wieder aus. Okay, ich mache. Warte, stopp, du hast ja das gemacht. Genau. Das heißt, die Rakete kommt hier hin. Dann nehme ich mir doch mal das hier. Ich nutze die Geschichte. Das heißt, ich nehme einen grünen. Christian hat den Scout dort stehen. Das heißt, Christian kann sich wieder ein Fast-Ticket oder so ein hier orangen Stein nehmen und der kommt dorthin. Und du bist wieder dran. Ich mache die Geschichte. Ich gebe einen roten ab. Ich nehme mir einen Siegpunkt. Und der kommt da. Dann mache ich die Aktion. Ich nehme mir 2 rote und der kommt dorthin. Dann mache ich die Aktion. Ich bau. Ich mache die Geschichte hier. Kostet mich nochmal ein grün, einen roten. Ich habe immer noch die Vergünstigung. Das heißt, ich muss nur einen grünen abgeben. Genau, es wird eine grüne Karte. Da muss Christian immer einen orangen weniger für bezahlen. Und jetzt bekommt Christian halt einen roten oder einen orangen Kristall, wenn der Controller ihm weggenommen wird oder wenn er in den allgemeinen Vorrat zurückgelegt werden würde. Ich weiß gar nicht, was du hast. Also wollen wir mal ganz kurz rechnen. Das sind 6, das sind 10, das sind 18 bisher. Siehste? Das ist zu wenig. Naja, das ist aber schon nicht schlecht, oder? Ich mache die Aktion hier. Ich nehme mir so ein Fast-Travel-Ticket. Ich nehme den Controller, weil ich ihn jetzt von dir genommen habe, bekommst du entsprechend einen. Und ich nehme mir den hier und den legen wir doch jetzt mal... Eine Karte hattest du, hast es hier gerade eben gemacht, du hast es weiter bewegt, ne? Ja, du hast ja gerade gebaut. Mm-hmm.
Dann lege ich den doch mal, wo lege ich den denn jetzt mal hin, wenn man wüsste, was du gleich machst. Ich mache ihn mal dahin und die Rakete wandert jetzt ja noch dahin. So, dann beenden wir das doch mal. Ich mache einmal Ah, Fast so Travel, von ich packe den wegen einmal ich dahin. gewinne. Oh, ups. Ich nehme einmal die Geschichte. Da muss ich, das geht gerade so schön auf. Ein lilafarben, einen roten bezahlen. Diese Vergünstigung zieht nur halt eben für Karten mit Mit diesem grün. grünen Punkt. Von Und das ist daher hier so nützt mir das ein nichts. Das ist ein lilafarbenes Dreieck, Dreieck, genau. genau. Muss also jetzt die Kosten ganz normal bezahlen. Hier würde Christian jetzt immer ein zusätzliches Fast-Travel-Ticket bekommen, wenn er hier die Aktion bei Astral Cape Genau. machen Raumschiff würde. fliegt weiter und dann gucken wir mal ganz kurz, wie viele Punkte ich denn jetzt habe. Das heißt, ich habe hier 3, 6, 11, 14, 18, 21 Punkte. Da ich nicht der Startspieler bin, ist die Runde jetzt zu Ende. Und das 20 Spiel? oder mehr Siegpunkte sind überschritten worden Unfair. und Michael hat weniger. Unfair. Ich habe nur 10, 14, 17 und dann quakst du die Ja, ganze du Zeit. warst so weit vorne. Wie konntest du das Spiel Ja, aus der Hand ja, geben? ja, Ich ja. verstehe es nicht. Ja, und damit hat Christian das Spiel gewonnen. Hätten wir jetzt einen Gleichstand, würde man gucken, wer noch die meisten Kristalle hätte. Hätte es auch da einen Gleichstand gegeben, dann wäre der Spieler Gewinner, der später in der Zugreihenfolge dran gewesen wäre. Ja, so spielt sich Space Park und dann würde ich mal sagen, können wir zum Fazit kommen. Das Solospiel können wir übrigens sagen, es gibt noch ein Solospiel, vielleicht noch kurz vorweg. Das haben wir aber nicht ausprobiert. Möchtest du anfangen mit dem Fazit? Das kann ich gerne machen. Also Space Parks oder Space Space Park, Entschuldigung, Park, das ja. Einzahl. Warum? Also klar, ich denke mal, das zieht eben so ein bisschen auf Parks, auf das andere Spiel des Autors bei diesem Verlag ab, weil mit Park hat das nichts zu tun. Wir fliegen halt eben zu irgendwelchen anderen Planeten schlussendlich, um die zu erkunden und darüber dann die Rohstoffe zu bekommen, um die Karten bezahlen zu können. Und also dieser Effekt wirklich, ich nehme das, wo die Rakete ist und dann verschiebe ich die Rakete, das muss man sich. Also Obwohl das nicht vielleicht, schwer ist, das ne? ist total simpel, aber wir sind es einfach, oder ich bin es echt nicht gewohnt. Also ich habe da am Anfang echt Probleme gehabt und wir haben auch teilweise gedacht, verdammt, so man macht seine Aktion, habe Habe ich ich jetzt jetzt die eigentlich Rakete? Ja. das Raumschiff, die Rakete nach vorne bewegt? Also es ist irgendwie, fühlt sich komisch an, aber es funktioniert einwandfrei. Also so das System funktioniert. Warum das hier ab 14 ist, vermag ich echt nicht zu sagen. Also ich sage mal, ein 14-Jähriger, der grundsätzlich der englischen Sprache und Schrift mächtig ist, Also sagen das wir kann mal, ein man auch. 14-jähriger Amerikaner oder Engländer, Ja, der könnte eben, es auch genau. Also vorher der, spielen. also wir haben es auch schon mit unserem 9-jährigen Sohn gespielt und haben ihm erklärt, was hier mit gemeint ist. Und er hat das sauber durchgespielt und hatte 20 Punkte. Ich hatte 21 Punkte. Also von daher war ich fürs erste Spiel wirklich weit davor. Nimmt uns Erwachsenen in Anführungszeichen natürlich ein bisschen den Reiz, wenn wir wissen, was für Karten er hat. Und wir haben es, oder ich habe es zumindest nicht so aggressiv gespielt. Aber also 14, ich sag mal, wenn das hier auf Deutsch wäre, Ja. könnte das 9-10-jähriger Ja, auf jeden Fall. Also er Jährige, muss dann halt lesen können, das ist es, ne? aber das Und Spielprinzip ist an sich so einfach, genau, dass auch ein 19-Jähriger schon spielen kann. definitiv. Und ich denke mal, also ein 12-13-Jähriger, der hat dann ja auch schon Englisch in der Schule gehabt, der sollte das auch hinbekommen. Also die Altersangabe halte ich für zu hoch. Punkt. Optik, total genial. Mag ich wieder total gerne. So gerade hier die Geschichten mit diesen Planeten ist wirklich schön. Ein bisschen schade ist, so auf diesen Karten, diese Hintergründe finde ich auch total schick, aber dadurch, dass hier halt eben in der Mitte immer irgendwas dargestellt ist, was es denn bedeutet, Das das, Abzeichen da eigentlich, was sieht so man nicht drin mehr ist, so viel von dem Hintergrund. Das finde ich ein bisschen schade. Das hätte man vielleicht anders lösen können, weil ich mag diese Optik, dieses leicht abstrakte wirklich sehr gerne. Auch die Farbgebung finde ich total genial. Die Raketen sind auch quasi fast massiv, könnte man sagen. Also die ne? Haben fühlen so einen sich, die sind Schwerpunkt auf haptisch. jeden Fall, ne? Die haben Genau. irgendwie so ein Gewicht da drin, so, also die fühlen sich schon ein bisschen schwerer Ja, an, ist als wenn sie haptisch irgendwie so ein wirklich sehr, Gewicht sehr drin schön, haben. dass die anzufassen. Auch dass das hier eben ein bisschen größere Kristalle sind, sage ich jetzt mal, finde ich auch sehr schön. Also die Ausstattung, die Optik, wunderbar. Die Regeln echt einfach. Das Einzige, was wir hatten eine Karte, die hast du nämlich jetzt hier. Diese Badges und dann. Genau, und zwar, das ist ja diese Joker-Geschichte. Und in der Anleitung ist diese Joker-Geschichte extra nochmal erklärt und wir waren uns nicht sicher, ob die eben nur einmal einem Effekt zugeordnet werden kann oder auch mehreren. Weil ich hatte ein Spiel, da hatte ich einmal, ich kriege Mehrere Set Siegpunkte für Collections. die lilafarbenen Dreiecke und ich kriege Siegpunkte für die runden grünen Kreise. Und da wusste ich nicht, muss ich das jetzt einem zuordnen oder kann ich das für beide machen? Weil das war in der Anleitung echt nicht für mein Englischverständnis nicht klar formuliert. Ich habe auch im Internet mal geguckt unter FAQs, habe diesbezüglich leider nichts gefunden. Wenn ihr da irgendwas, ihr das Spiel kennt, ihr eure irgendwas gefunden habt, schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich interessieren. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir gesagt haben, man kann das eben einer Sache zuordnen, Sonst wird es auch zu weil stark eine Karte nachher. eben weil es zu stark ist. Also das ist eben ja nur drei Kristalle. Gut, es sind drei verschiedene, aber es sind nur drei Kristalle für 4 Siegpunkte. Das ist schon relativ gut. Plus den Joker-Effekt. Also von daher haben wir gesagt, man ordnet das einer Sache zu und Punkt, also nicht mehreren verschiedenen Symbolen.
Zu zweit, wie man es eben gesehen hat, spielt es sich echt zügig runter. Fehlt aber auch irgendwie so der Dauerspielspaß bei mir. Also es funktioniert, es macht auch Spaß, so die Karten erkunden, die Effekte hier haben, auch so ein bisschen zu schauen, ich weiß, du willst gleich was bauen, wenn du jetzt was bauen kannst, könnte es sein, dass das Spiel zu Ende ist, also verschiebe ich mal das Raumschiff, das in der Nähe ist, weil ich ja sehe, wie viel Fast Travel Marker du hast, kann ich da vielleicht irgendwie gegensteuern, da ist schon so ein bisschen Interaktion dabei, aber so, dass ich jetzt sage, das kann ich von oben, von morgens bis abends runterspielen. Nein, also es hat Spaß gemacht, das jetzt so zu spielen. Es macht nichts falsch, aber der Langzeitspielspaß ist bei mir echt nicht gegeben, gerade im Zwei-Personen-Spiel. Im Drei-Personen-Spiel war es jetzt schon besser, da ist es einfach, bis man wieder dran ist, hat sich doch einiges hier auf dem Plan verändert, weil eben zwei Raumschiffe ja mindestens ein Feld gewandert sind, durch die Travel-Karten vielleicht noch ein bisschen mehr sogar, dass man sich da ein bisschen mehr drauf einstellen muss auf die neue Spielsituation, was kann ich denn dabei rausziehen am besten. Da lief es ein bisschen fluffiger, von daher im Zwei-Personen-Spiel gebe ich 5 Punkte, also ein durchschnittliches Spiel. Das ist ein blödes Wort, durchschnittlich. Ich habe da echt Probleme mit meiner Zunge an der Stelle, egal. Und im Drei-Personen- oder ich unterstelle 4-Personen-Spiel, wir haben es nicht zu viert gespielt, aber ich glaube im 3-4-Personen-Spiel gebe ich dem Spiel 6 Punkte. Also ein ordentliches Spiel. Dann. Ja, dann ist es ein ordentliches Spiel. Aber eben, wie gesagt, also es macht nichts falsch, aber mir fehlt so der Dauerspaß. Also wenn du jetzt Parks hier hinlegst, da hätte ich gesagt, komm, lass uns gleich nochmal eine Runde spielen. Das war jetzt wieder nett, weil schön ist natürlich die kurze Spieldauer. Ne? Also gefühlt haben wir jetzt irgendwie 20 Minuten gespielt. Aber es fühlt sich nach 10 Minuten an. Also man kann das echt so als Opener gut machen, als Absacker passt das auch gut. Mhm. Ist eben auch schön schnell erklärt, das Englisch auf den Karten ist jetzt auch für einen normal gebildeten Deutschen, sag ich mal, mit Schulenglisch keine Hürde, mit Ausnahme davon. Mhm. Und wobei, weil es nicht gut genug erklärt ist. Ja, eben genau, das liegt nicht am Englisch, das liegt einfach, dass es eben nicht sauber, einmal sauber formuliert ist in der Anleitung. Von daher 2 Personen 5, 3 Personen 6, 4 Personen tippe ich auch mal 6, aber haben wir nicht gemacht, haben wir nicht ausprobiert zu viert in Corona-Zeiten, von daher... Das sind meine Punkte. Gut, dann fange ich mal wie so oft mit der Anleitung an. Ich finde, die ist sehr gut geschrieben. Was Christian schon gesagt hat, ist alles in Englisch. Die Karten und die Anleitung natürlich auch. Eine deutsche Anleitung bzw. eine deutsche Version gibt es noch nicht von dem Spiel. Weiß ich auch nicht, ob die jeweils kommt. Aber wie Christian schon gesagt hat, also wir haben auch nur Schulenglisch und wir sind da wirklich gut durchgekommen. So ein, zwei Wörter muss man nochmal nachschlagen. Aber ansonsten ist die Anleitung wirklich, die ist ja auch nicht dick, weil das Spielprinzip ist ja wirklich auch nicht schwer. Ich finde, das ist sonst wirklich ein gelegenheitsspielertaugliches Spiel und auch ein Familienspiel. Und wenn, wie gesagt, das auf Deutsch wäre, unser Sohn, den haben wir jetzt, weil mit Schulenglisch ist er noch nicht so weit, haben wir dann hier mit den Karten halt geholfen. Aber wenn das Spiel auf Deutsch gewesen wäre, hätte unser Sohn das mit 8, 9, hat es ja so auch schon mitspielen können, super gut. Wir mussten ihn halt nur mit den Karten dann helfen, wegen der Übersetzung. Von daher, das würde auf jeden Fall passen für einen 8-9-Jährigen, wenn man das auf Deutsch hätte, diese Version. Also von daher auf jeden Fall gelegenheitsspielertauglich und auch familientauglich. Diese eine Sache, die Christian gesagt hat, fand ich auch ein bisschen schade. Die ist halt nun per Zufall auch gekommen, weil du nun gerade nur 2 Sets hattest, wo du diese Karte zuordnen konntest. Das ist hier ein bisschen unglücklich geschrieben, also aus unserer Sicht. Das konnte man nicht ganz nachvollziehen, wie das nun ist, aber das hat Christian ja schon gesagt. Ansonsten muss ich sagen, Keymaster Games, die Optik, da haben sie es echt drauf. Ich finde auch, das Cover ist total schick gemacht. Also das spricht mich echt total an. Und auch so, was Christian schon sagte, hier die Optik mag ich total gerne. Diese, ich sag mal, 3D-Elemente, diese Raketen, die dabei sind. Und das sind auch nicht nur so gefühlt leichte Dinger, wie wir auch schon sagen sollen. Die haben auch so ein kleines Gewicht da drin. Das heißt, die stehen auch vernünftig. Die Kristalle finde ich schön. Auch, dass die unterschiedliche Größen haben. Die Tickets und auch die Karten finde ich schön gemacht. Also von daher, das ist wirklich wieder echt super toll gemacht. Das gefällt mir wirklich super gut. Wir sind schnell reingekommen in das Spiel. Man konnte praktisch sofort loslegen nach Durchlesen der Anleitung. Wir hatten da auch nicht viel Fragen offen, wie gesagt, bis auf diese eine Anleitung. Und mir hat es auch Spaß gemacht. Ich war auch neugierig auf das Spiel. Aber ich muss dann auch sagen, so ein Zwei-Personen-Spiel hat man ja schon gesehen, da hat man noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, als andere Spieler taktischer zu spielen, weil auf den anderen Spieler zu reagieren. Du hast jetzt ja auf mich geguckt und das vielleicht ein bisschen verschoben, da kann man auch ein bisschen viel spielen. Im 3- und 4-Personen-Spiel wird das natürlich ein bisschen schlechter, weil ja natürlich noch vielleicht ein oder zwei andere Personen auch noch die Raketen dann bewegen und man gar nicht weiß, was haben die eventuell für Taktiken, in welche Richtung wollen die? Wollen die ihr eine Karte haben? Brauchen die gewisse Kristalle noch? In welche Richtung wollen die? Von daher ist da natürlich, ich sag mal, das hier mit den Raketen, was man hier macht, dass man auf den anderen mehr Einfluss nehmen kann, natürlich im 3- und 4-Personen-Spiel ein bisschen geringer. Aber dadurch, wie Christian schon sagte, ist hier natürlich auch mehr Bewegung auf dem Spielplan.
Und ich muss auch so sagen, zu zweit, ich fand es jetzt auch okay. Also es hat mir schon Spaß gemacht, das Spiel auszuprobieren. Aber es ist ja auch nichts Großartiges Neues. Letztendlich, man kommt so an diese Zielorte, man sammelt so, ich sag mal, diese Kristalle und versucht damit, diese Karten dann auszuspielen. Und man versucht natürlich dann auch möglichst seinen Zug irgendwie zu optimieren. Aber man sieht jetzt ja gerade, im Zwei-Personen-Spiel kann dann natürlich der andere Spieler ganz schön gut dazwischen furchen. Dafür sind diese Fast-Travels, also die, finde ich, braucht man schon auf jeden Fall, dass man hier auch mal die Möglichkeit hat, vielleicht nochmal eine Rakete dann zu bewegen, um vielleicht auf ein Feld zu kommen, wo der andere jetzt gerade die Rakete weggesetzt hat oder wie auch immer, oder sie steht vielleicht ein bisschen weiter weg. Im Drei-Personen-Spiel hat man das auch total häufig, dass hier drei da hinten standen. Da hätte man recht viele Tickets gebraucht, um vielleicht auf dieses Feld zu kommen, wo man halt letztendlich diese Steine ausspielen kann, die Kristalle, um sich die Karte dann zu holen. Und hier muss man natürlich auch, ist natürlich auch ein sehr interessantes Feld, weil man letztendlich ja irgendwann Karten nachziehen möchte. Also von daher eigentlich ein ganz einfaches Spielprinzip. Es funktioniert. Es macht auch nichts falsch. Aber ich muss auch sagen, wie Christian, also mir hat es jetzt schon Spaß gemacht, das Spiel zu spielen. Wir haben jetzt insgesamt 6 Partien gespielt. Aber ich muss jetzt sagen, es ist auch gut. Es ist nicht so ein Spiel, wo ich jetzt sage, hey, komm, heute Abend, was spielen wir zu zweit, zu dritt oder zu viert? Würde ich nicht sagen als erstes, wir holen jetzt Space Park raus. Also wenn es jetzt jemand vorschlagen würde, würde ich nicht Nein sagen, dann würde ich es mitspielen. Und ich finde auch so, vielleicht im Bereich Familienspiel, so wenn es auf Deutsch wäre mit unserem Sohn, würde ich es vielleicht auch nochmal häufiger rausholen. So im Bereich Familienspiel finde ich es dann auch noch ein bisschen schöner. Aber so im Bereich Erwachsenenspiele, also mit Christian zusammen oder in anderen Erwachsenenrunden, da müsste es jetzt auch nicht nochmal haben. Aber ich muss auch sagen, auch im Bereich Familienspiele gibt es dann doch auch noch andere Spiele, die mir dann noch besser gefallen. Also von daher, es macht nicht viel falsch, es macht aber auch nichts großartig Neues. Und von daher ist es für mich jetzt unabhängig von der Spieleanzahl, ist es für mich ein ordentliches Spiel und bekommt von mir 6 Punkte. Oh, das wäre ja fast identisch. Genau, okay. Das war dann unsere Review zu dem Spiel Space Park. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Kanal abonniert. Gebt auch gerne dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten freuen wir uns drauf, wenn ihr das nächste Mal wieder bei uns reinschaut. Bis dann! Tschüss!